Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Ja, ihr habt richtig gehört, heute ist es keine Folge kurz erklärt, denn diese Mod ist ein bisschen zu umfangreich für kurz erklärt. Man müsste sie auch eigentlich in mehrere Teile packen, denn heute schauen wir uns die Advanced Lightsaber Mod an, mit der die Lichtschwerter aus Star Wars und viele andere neue coole Sachen hinzugefügt werden. In diesem Video schauen wir uns lediglich die Lichtschwerter an. Falls dir das aber gefällt, dann hinterlass doch einfach ein Like und wir gucken uns auch noch die anderen Features in zusätzlichen Videos an. Ja, falls ihr die Mod nicht kennt, mit der kann man sich sozusagen eigene Lichtschwerter zusammenbauen, wie ich es hier in meinem Fall getan habe. Orange ist meine Lieblingsfarbe, deswegen habe ich mir ein oranges gegönnt. Ja, hier gibt es einige neue Geräte, falls ihr euch mit Star Wars gut auskennt. Ja, hier sind auch einige Holocrons und was war das gerade für ein Geräusch? Ich habe keine Ahnung, ob ihr das gehört habt. War im Real Life. Ja, also können Lichtschwerter natürlich auch ein- und ausfahren. Wir brauchen einige Bestandteile, um uns ein Lichtschwert zusammenzukleistern. Die Holocrons, die sind hier auch in der Mod vertreten. Damit können wir uns verschiedene Fähigkeiten holen. Aber wie gesagt, das schauen wir uns in einem anderen Video an. Gibt es auch ein bisschen Sith-Holocron, aber machen eigentlich genau dasselbe. Nur, dass das hier die Holocron sich hier so cool aufmacht und das Sith-Holocron irgendwie nicht fährt nur so all hoch. Ja, um Lichtschwert zu bauen, brauchen wir eine Lightsaber Force. Hier haben wir auch schon das Inventar. Die Lightsaber Forge, die gibt es in mehreren Farben, unter anderem hier in so einem Weiß. Das besteht aus Gestein, zum einen aus einem Block of Iron, ja, wisst ihr alle, wie man den kriegt, und zum anderen aus Gestein, den man aus einem Jedi-Tempel kriegt. Denn, falls ihr hier schon bemerkt habt, das habe ich nicht selbst gebaut, das hier ist ein Sith-Tempel. Den schauen wir uns dann auch nochmal in einem zusätzlichen Video an, wenn es euch gefällt. Das ist sozusagen einfach ein Dungeon. Hier gibt es Sith und die kann man auch besiegen. Gibt es einigen Loot und halt auch aus diesem Gestein macht man sich halt auch diese Forge hier. Halt hier aus einigen Treppen, aus einem Slab und zwei dieser Blöcke und halt aus einem Eis und einem Block. Dann haben wir hier dieses kleine Menü. Nicht erschrecken, ist eigentlich total unkompliziert. Alle Bestandteile habe ich mal hier so zusammengefasst. Zum ersten Mal braucht man einen Lightsaber Circuitry. Das Ding ist ziemlich teuer. 3 Diamanten, eine Redstone Fackel, Knopf und 2 Eisen und noch ein Eisenblock. Ist recht teuer und man braucht eins davon für ein Lichtschwert mindestens. Deswegen sollte ich auf jeden Fall eins haben. Und dann braucht man auch einen Lichtschwertkristall. Den finden wir in bestimmten Kristallhöhlen. Ich blende euch da vielleicht mal ganz kurz was zu ein, falls ich was gefunden habe. Ja, die gibt es in sehr vielen verschiedenen Farben, wie ihr unschwer erkennen könnt. Also in insgesamt 18 verschiedenen Farben, beziehungsweise verschiedene Farbtönungen. Hier gibt es auch Weiß und sowas. Ich meine, guck mal, hier gibt es sogar 2 verschiedene Töne von Weiß. Ich meine, das soll Arctic Blue sein, sieht aber aus wie Weiß. Hier gibt es also richtig schön gelbe Sachen, so ein richtig schönes, saftiges Cyan. Grün, rosa, für jeden ist hier was dabei. Kann auf jeden Fall alles sehr stylisch aussehen. Dann brauchen wir einen Blade Emitter, ein Switch-Modul, ein Grip und einen Pommel. Das sind alle vier Sachen, die wir brauchen. Davon gibt es ebenfalls sehr viele verschiedene Möglichkeiten zum Design. Laut dem Modder gibt es über 67 Trillionen verschiedene Möglichkeiten, sein Lichtschwert zu designen. Meiner Meinung nach ist es ein bisschen so viel. Ich glaube nicht, dass das wirklich so viele sind. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, die Lichtschwerter zu designen. Das hier ist jetzt nur das Lichtschwert von Anakin Skywalker, mal als Beispiel, hier auch mit dem Kristall. Dann haben wir hier noch ganz viele andere Kristalle, die haben nichts mit der Farbe zu tun, die haben nur was mit dem Aussehen des Lichtschwerts zu tun. Zum Beispiel hier der Cracked Kyber Crystal, der macht zum Beispiel, dass hier mein Lichtschwert so rumwabbelt. Ich zeige euch das mal hier so ein bisschen. Da sieht man es, glaube ich, ein bisschen hier an der Mauer. Es wabbelt da sozusagen ein bisschen rum. Es ist so wie das Lichtschwert von Kylo Ren. Macht zwar leider nicht die Geräusche davon, aber ein bisschen zu mühevoll wäre das dann schon gewesen. Und die anderen Kristalle haben dann dementsprechend ähnliche Funktionen. Wir können insgesamt 2 von denen benutzen. Und ich nehme an, jetzt versteht ihr das Menü auch schon ein bisschen mehr. Wir nehmen uns jetzt einfach mal all diese Sachen hier und basteln uns daraus mal ein Beispiel-Lichtschwert zusammen. Mit Shift und Linksklick können wir die Sachen auch in ihren rechten Platz tun. Machen wir auch noch den Kristall rein, der gehört in diesen Platz, und das Circuitry in diesen Platz. Und da sehen wir auch schon direkt das Lichtschwert samt Länge, 24 cm. Ich finde, das sieht sehr cool aus. Zum Beispiel, wenn wir jetzt diesen Kristall hier reinpacken, dann wabbelt das so, wie ich bereits gesagt habe. Wir können auch 2 Kristalle nehmen, wie gesagt. Wenn wir hier das hier reinnehmen, dann wird das, wenn ihr das seht, das wird so ein bisschen schwertförmig. Auf der einen Seite ist es dicker, aber
wenn man es dann von der Seite sieht, wieder so ein bisschen dünner. Also so schwertförmig sozusagen wie eine Platte. Hier wird es einfach nur ein bisschen dünner, so Star Wars Rebel Style sozusagen. Finde ich nicht so schön, meiner Meinung nach. So, dann gibt es auch noch das. Das macht das Lichtschwert schwarz. Also wenn ihr ein weißes Lichtschwert macht, dann könnt ihr diesen Filter benutzen und kriegt dieses Dark Sword oder wie auch immer das heißt. Den hier gibt es auch noch. Der macht das einfach so komplett eintönig. Finde ich ein bisschen komisch, aber kann jeder ja machen, wie er will. Ich persönlich benutze sehr gerne diesen Kristall. Und außerdem noch diesen hier benutze ich auch gerne, aber lieber benutze ich meistens einfach nur den. Als Musterbeispiel für das Lichtschwert von Anakin Skywalker lassen wir das jetzt einfach mal so. Und nehmen uns jetzt einfach mal dieses Lichtschwert raus. Hallo! Mit der Taste R können wir das ausfahren. Das gibt's aber auch, das kann man hier in den Controls umstellen. Select Force Power, Use Force Power, das sind noch Sachen, die man sich in anderen Videos anschauen sollte. Ja, jetzt haben wir hier das Lichtschwert von Anakin Skywalker, mal im Vergleich meins. So, man sieht, die sind ein bisschen anders. Meins leuchtet ein bisschen krasser. Und da unten, ja, in meiner Hand sieht man auch, wie anders die aussehen. Und mit der R-Taste kann man die dementsprechend auch wieder einfahren. Und was ich auch sehr cool finde, ihr seht ja auch schon, das Lichtschwert ist ja sozusagen so an meinem Gürtel. Da sieht man jetzt auch meins an meinem Gürtel, was ein bisschen länger ist. Alter, guck mal mein langes Ding an. Ja, und wenn man es dann in die Hand nimmt, ist es nicht mehr da. Ich finde, das ist ziemlich gut gemacht. Ist auch ein sehr talentierter Modder, der Fisk ist das. Die Mod gibt es leider nur für die 1.7.10, was ich ein bisschen schade finde. Aber ist trotzdem ziemlich nice, Leute. Was wir uns auch noch anschauen sollten, ist diese Disassembly Station. Die können wir uns craften, by the words. Ja, die können wir hier craften mit einem Circuitry, zwei Eisenblöcken, einem Armboss, zwei Blaze Rods und drei Redstone. Damit können wir unser Lichtschwert nämlich wieder auseinanderbauen, nämlich mit einem Redstone-Block da unten als Power und unserem Lichtschwert. Ich nehme jetzt einfach mal das hier rein. Und ihr seht schon, hier ist so ein Logo und das Lichtschwert wird jetzt auseinandergebaut. Das dauert eine ganze Weile, aber dementsprechend kriegen wir auch alle Teile wieder zurück. Also es gibt ja hier diese ganzen Tempel, dort gibt es auch Gegner, die wir töten können, vor allem hier in diesem Sith-Tempel. Dort können die auch Lichtschwerter droppen und alles, hier gibt es auch versteckte Truhen. Und die Lichtschwerter können wir dann dementsprechend auch in diese Station packen, um ein paar Teile zu kriegen. In diesen Truhen finden wir im Übrigen auch die Teile für die Lichtschwerter, denn die können wir nicht craften. Kann ich euch ja mal ganz kurz zeigen. Wenn ich hier die R-Taste spamme, ihr seht, man kann das nur mit der Disassembly Station machen. Dementsprechend habe ich jetzt das Lichtschwert von Mace Windu genommen. Auch noch ein cooles Feature ist, jetzt muss ich kurz eine Crafting Bench holen. So, zack, boom, bam. Und klone nochmal mein Lichtschwert, denn wenn wir zweimal dasselbe Lichtschwert haben, wir müssen nicht mal zweimal dasselbe Lichtschwert haben, können wir die, wenn wir die so untereinander legen, können wir einfach ein Doppellichtschwert machen. Das ist ziemlich nice, Leute. Die müssen nicht mal dieselben sein. Das können auch zwei komplett verschiedene sein, mit komplett verschiedenen Farben. Und da muss man halt hier so, man sieht hier so an der Mitte, das sieht nicht so schön aus. Hier gibt es natürlich verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, unter anderem das Lichtschwert von Darth Maul. Das sieht natürlich ein bisschen besser aus. Aber trotzdem, die Animationen sind auf jeden Fall auch sehr gut gelungen. Sounds sind auch sehr originalgetreu. Und ja, falls es euch gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Im nächsten Video, falls es ein nächstes Video gibt, schauen wir uns dann hier diese Tempel an. Oder halt diese Fähigkeiten, am ersten diese Fähigkeiten. Denn man sollte schon eher die Fähigkeiten besitzen und beherrschen, bevor man sich diesen Tempel ansieht. Die Fähigkeiten sind auf jeden Fall auch sehr interessant. Sehr coole Machtpowers dabei, unter anderem auch die Machtblitze. Wirklich sehr cool gemacht. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann in einem weiteren Video wieder. Tschüss.